Der nächste Einsatzbefehl erreicht nun Holger Gerke und Shayan Terani. Arnold 35 von Arnold. Kommen, Arnold. Autobahnkreuzulweide, Kilometer 43. VU Personenschaden, RTW rollt. VU Personenschaden, verstanden, wir sind unterwegs. Wir nutzen Sonderrechte, Arnold. Eine ungesicherte Unfallstelle auf einer Autobahn birgt immer ein besonders großes Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmer und auch für die Rettungskräfte. Mal schauen, dass wir hier eine Rettungsgasse hinkriegen. Ja. Als wir am Einsatzort ankamen, mussten wir natürlich erstmal feststellen, dass wie leider fast immer noch keine Rettungsgasse gebildet war, sondern einfach nur ein entsprechender Stau sich gebildet hatte. Wir mussten also erstmal sehen, dass wir hier eine Rettungsgasse bilden und hoffen, dass diese Rettungsgasse dann auch bestehen bleibt, bis die Rettungskräfte eintreffen. Das ist also auch einfach nur ein Appell an alle. Bitte, Autofahrer, macht euch noch mal mit diesem Prinzip vertraut. Wie bildet man eine Rettungsgasse? Als Holger Gerke und Shayan Terani am Unglücksort eintreffen, erfahren sie, dass auch ein abseits stehender Flughafen-Shuttlebus in den Unfall verwickelt ist. Der Shuttle, der ist irgendwie geschlängelt und dann ist der Wagen ausgewichen und ich bin voll hinten rein. Das ist Ihr Fahrzeug hier, ja? Ja. Okay. Bleiben Sie erstmal hier. Hallo. Hallo. Okay. Hallo, steigen Sie mal aus. RTW trifft ein. Hallo, die Polizei hier, steigen Sie mal bitte aus. So, kommen Sie mal von der Straße. Was ist denn los? Hallo. Als wir eintrafen, haben wir zunächst mal zwei verunfallte Autos festgestellt. Ein Auto stand ein bisschen abgesetzt. Es handelte sich dabei um einen Shuttle. Da haben wir dann später erst rausgefunden, was es damit auf sich hatte. Und zunächst haben wir festgestellt, dass in dem einen Auto eine leicht verletzte Person bzw. geschockte Person, nämlich die Beifahrerin war. Der Fahrer war schwer verletzt, war nicht ansprechbar, hatte das Bewusstsein verloren. Und die Unfallbeteiligte aus dem anderen Fahrzeug, eine Stewardess, war auch nur leicht verletzt. Lungenbeifall gelüftet. Ja, ich komme nur nicht dran. Können wir die Karre wegschieben? Herzfrequenz vorhanden. Karre, kriegst du? Sättigung ist bei 98. Bei dem Herrn, der im Fahrzeug war, sind wir natürlich ins Fahrzeug reingeklettert. Sprich, die beiden Kollegen, die zuerst vor Ort waren, sind schon mal rein ins Fahrzeug, haben Stiffneck umgelegt, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren, haben eine Bewusstseinskontrolle gemacht, haben mir dann die Information gegeben, bewusstloser Patient, reduzierte Atmung. Dann haben wir vor Ort einen Zugang gelegt, uns die Extremitäten freigemacht, ein bisschen das Abdomen abgearbeitet. Ich versuche den so lange wie möglich zu untersuchen, solange er stabil ist. Wir konnten keine Frakturen an den Extremitäten ausmachen. Deswegen haben wir uns entschlossen, ohne Feuerwehr den kurz und schnell zu retten. Du nimmst Kopf? Ja. Nimmst du die Beine, wenn sie rauskommen? Ja. Dann nehme ich das Mittelteil, dann habe ich auch den Zugang in der Hand. So, Vorsicht, komm, Kopf. Ja. Kopf. Okay, ich habe die auch. Okay. Die waren gerade geh rum. Stopp ab. Sie runter. Okay. Andersrum. So, O2 drauf, Überwachung dran. Als zunächst die ersten Rettungssanitäter sich um den verletzten Fahrer des Fahrzeugs kümmerten, der nicht ansprechbar war, stellten wir dann plötzlich fest, dass irgendwo noch Rufe aus dem Bereich des Shuttles an uns randrangen. Ich habe dann nachgeschaut und habe festgestellt, dass dort in dem Shuttle sich noch mehrere Personen befanden, die allerdings zum Glück nicht verletzt waren. Es befand sich lediglich eine verletzte Person in dem Fahrzeug. Und das war ein 10-jähriger Junge, der über Schmerzen in der Schulter klagte und sich den Arm hielt. Und auch hier konnten wir dann die zweite eintreffende Rettungswagenbesatzung relativ schnell einsetzen. Ich habe noch ein verletztes Kind vorne an der Schulter wohl verletzt im Fahrzeug. Ist das ansprechbar? Ein Kollege ist ansprechbar, ein Kollege von euch ist schon da. Okay. Da bräuchte man wahrscheinlich gleich auch noch mal Unterstützung. Ich komme sofort gucken, lass mich den eben ins Fahrzeug bringen. Kein Problem. Also ansprechbar ist der Kleine noch. Ist ansprechbar, hat aber Schmerzen in der Schulter. Ich habe mich erstmal um den Schwerverletzten gekümmert, der im Fahrzeug war. Den haben wir eine Erstversorgung gemacht. Zwischendurch hatten wir immer visuellen und verbalen Kontakt mit den Kollegen, die sich dann um die weiteren Personen gekümmert haben. Und dann habe ich von oben nach unten vom Schweregrad her abgearbeitet. Atmen Sie mal tief durch und dann erklären Sie noch mal. Also Sie haben sich gestritten und dann? Wir haben uns gestritten. Ja. Und ich habe ihn gestritten und ich habe ihn angeschrien. Und dann stellte sich der Wagen quer und dann versucht zu bremsen. Und wenn ich nicht geschrien hätte, dann schneller reagieren können. Ja.
Okay, Pupillen sind eher so geformt, reagieren noch. 100 Propofol, 5 Dormicum. Ja? Okay. Ja. Kind, 9 Jahre alt, ja. Verdacht auf Schulterlups. Ja. Sonst stabil, links. Thorakal ist aber atemlos. Thorakal ist alles in Ordnung. Der Fahrer? Ja, ist klar. Ist ein bisschen benommen. Propofol okay. Ist drin, ja. Ja. Ist aber von den Vitalwerten auch noch komplett in Ordnung. Ja. Der Kollege ist vor Ort und kümmert sich um beide. Da die Kommunikation zwischen Rettungsdienst und Notarzt gefehlt hat, weil der Notarzt nicht abkömmlich war, war ich jetzt auch vor Ort, habe mir die Informationen geholt. Das wurde dann dem Notarzt weitergegeben. Er hat mir Anweisungen gegeben, was ich machen soll. Somit habe ich auch gehandelt. Die Verletzungen sind akut lebensbedrohlich. Führungsstab raus. Nach 100% Sauerstoff. Ja, okay. Ich will zumindest einmal abhören. Okay, einmal nicht bewegen, den Patienten. Atemgeräusch rechts. Okay. Atemgeräusch links. Okay, Lunge ist seitengleich belüftet. Ihr fixiert den Tubus, ich gucke einmal nach dem jungen Mann, okay? Also als ich den ersten Patienten stabil hatte im RTW, habe ich mich dann den anderen Leuten zugewandt, sprich erstmal den jungen Mann, weil Kinder gehen eigentlich dann immer vor. Der verletzte Junge sitzt in dem Flughafen-Shuttle, der laut Augenzeugen den Unfall verursacht haben soll. Hi, ich bin der Oliver. Das ist Oliver, das ist unser Notarzt. Okay. Verdacht auf Schulterluxation rechts. Okay. Und halt hier vorne, guck mich einmal kurz an. Und hier vorne ist eine leichte Abschiffung. Und Pupillen sind Isochor. Hast du ja. Schon geguckt? Ja, sind sie gerade. Okay. Schneid ihn einmal ab. Ja, ja. Okay. Wir würden dich, pass auf, hörst du mir einmal zu? Wir würden dich jetzt abschneiden. Ganz vorsichtig. Ja? Dann machen wir ganz vorsichtig, schneiden wir die Jacke auf. Ich gehe nicht an den Arm, ist versprochen. Ich taste nur ein bisschen, ob noch mehr kaputt ist. Den Arm lassen wir, wie er ist. Dann schneiden wir das ein bisschen auf. Ja, messen einmal deinen Blutdruck. Und dann würde ich dir was gegen die Schmerzen geben, dass das nicht ganz so schlimm ist. Okay? Ja? Tut dir sonst noch irgendwas weh? Ist dir schlecht schwindelig? Guck mich einmal an, bitte. Kalt ist hier, ne? Ja, ja. Okay. Mir ist ganz schön kalt jetzt generell. Guck mich mal an. Mach mal. Okay. Okay, pass auf. Dann lass uns den rausholen. Ja. Ganz vorsichtig. Kannst du denn laufen oder hast du wackelige Knie? Ich hätte meinem Kollegen schon gesagt, das ist obligatorisch, das ist immer wie eine Tragung. Okay, dann pack den raus, mach genau. Den Arm frei, wenn ihr das habt. Holt mich den Vitalzeichen ab, okay. Holt mich dazu, dann lege ich den Zugang und gibt was gegen die Schmerzen. Okay? Und sollte sich was verändern, sag mir Bescheid. Ja, mach ich. Während Oliver Dreier die Verletzten versorgt, gehen die Autobahnpolizisten der Unfallursache auf den Grund. Dabei kommt heraus, ein Fahrgast des Flughafen-Shuttlebusses hat durch sein beherztes Eingreifen angeblich ein noch viel schlimmeres Unglück verhindert. Ja, und er ist eingenickt, hatten Sie das Gefühl, und dann? Ja, musste ich rübersteigen, ins Lenkrad greifen und auf die Bremse treten, weil wir sonst irgendwo hingefahren wären, aber garantiert nicht weiter geradeaus. Also es ist, okay. ging einfach nicht. Ich bin bei dir, ne? Ich sage erstmal herzlichen Dank. Bitte halten Sie sich hier noch vorne im Bereich. Ich fahre jetzt aber eben den Fahrer. Da? Unsere Erfahrung mit solchen Einsätzen, mit Unfällen und den entsprechenden Reaktionen von Unfallbeteiligten zeigen natürlich immer wieder, dass es sehr, sehr wichtig ist, hier genau zuzuhören. Wer sagt was? Wer ist ein tatsächlicher Zeuge und kann mit seiner Aussage dazu beitragen, den Hergang aufzuklären? Sind Sie der Fahrer? Ja. Nehmen Sie die Tasche. Was ist denn hier gerade passiert? Er hat mir ins Lenkrad gegriffen. Ja. Er hat mir ins Lenkrad gegriffen. Der Fahrer hat mir einfach ins Lenkrad gegriffen und dann... Und ist der Wagen ins Schleuder gekommen und dann... Der Herr sagt, Sie werden weggenickt. Ich bin nicht weggenickt, so ein Quatsch. Und da gerade im Fußraum, da liegen irgendwie 2-3 Dosen Energy-Drinks und so weiter. Wie sieht denn das aus? Ist es verboten, mal einen Energy-Drink zu trinken oder was? Wie lange sind Sie denn gefahren? Wie lange waren Sie unterwegs? Eine Fahrt, ein paar Stunden oder so weiter. Haben Sie ein Fahrtenbuch dabei? Ich habe ein Fahrtenbuch dabei, ja, klar. Können Sie mir das mal zeigen? Wollen Sie das Fahrtenbuch denn jetzt sehen? Das ist doch... Weil mich interessiert, wie lange Sie gefahren sind, welche Fahrten Sie gemacht haben. Scheiern! Guck mal hier, einmal Hilfe. Jetzt los. Hallo. Was hast du? Der ist hier mitten im Gespräch zusammengeklappt und weggeknickt. Okay, also halt mal einmal ran. Das deckt sich aber auch mit den Aussagen hier von dem Beifahrer. Der sagte, der wäre während der Fahrt einfach schon weggeknickt. Okay, Karottespult ist da. Hi! Hallo, hallo. Kannst du mal im Auto mal gucken, zurück, ob du noch irgendwas siehst, außer den Zunge ist oben. Drinks alles oder so. Da mach ich. Oder ob er irgendwo rangestoßen ist. Bewegt sich. Hey! Shayan Terani macht sich sofort auf die Suche nach weiteren Hinweisen. Haben Sie sich einen Kopf angeschlagen? Ich hab... Ha?
muss der Kreislauf gewesen sein, durch den Stress. Muss der Kreislauf gewesen sein. Kommst du klar? Ja, geh mal bitte rein. Warte, einmal ganz kurz. Was ist los? Aber wir brauchen hier einen Trage oder sonst sowas für den. Ja, aber solche Hirntrauben. Nix, ich bin schlecht schwindelig. Hilft das vielleicht weiter? Wir haben hier. Haben Sie sich den Kopf angeschlagen? Was gefunden mit irgendwelchen Medikamenten, die uns nicht sagen und Fahrtenbuch? Das Medikament, was Sie hier kriegen, das ist ein Medikament, das gibt man bei der Schlafkrankheit. Ich, ganz ehrlich, also leiden Sie darunter? Ja oder nein? Sie wussten, dass Sie das haben. Dann kann ich andere Sachen ausschließen. Gucken Sie mich an, bitte dabei. Dann kann ich andere Sachen ausschließen. Also die Erstsymptomatik bei der Krankheit tritt zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr auf. Also wer es nicht weiß, dem kann man keinen Vorwurf machen. Nur wenn man die Diagnose hat und Medikamente dafür nimmt, darf man keine schweren Maschinen betätigen, auch nur begrenzt am Straßenverkehr teilnehmen. Und dann muss man, wenn man es weiß, den Leuten schon einen Vorwurf machen. Die Ursachen der Narkolepsie sind noch weitgehend unbekannt. Forscher vermuten aber, dass für diese Störung des Schlaf-Wach-Zustandes der Verlust bestimmter Zellen im Gehirn verantwortlich ist. Das ist vor zwei Wochen diagnostiziert worden, aber mein Gott, deswegen kann ich doch fahren und so weiter. Ich bin noch nie beim Fahren eingeschlafen. Sie bleiben bitte im Moment hier sitzen, ich komme sofort wieder. Hast du ein Auge drauf? Mein Gott, das ist mein Job, da steckt mein ganzes Geld drin. Halt das fest, ich brauche das wieder. Wir halten das. Jetzt muss es schnell gehen. Der schwer verletzte Mann hat innere Blutungen, die durch eine Notoperation sofort gestoppt werden müssen. Der Bauch wird immer härter. Wird härter. Wir müssen. Okay, dann lass uns sehen, solange. Ich würde gerne mit dem Herrn in die Klinik fahren, weil er instabiler wird. Und Sie? Danke. Sie können mitfahren. Ja? Setzen Sie sich bitte aber vorne rechts hin und lassen Sie die Kollegen in Ruhe arbeiten. Ja? Und im Krankenhaus ist stabil. Im Krankenhaus werden die Ärzte Ihnen weiterhelfen. Ja? Schaffen Sie das alleine oder soll ich Sie begleiten? Begleiten. Okay. Dann kommt. Ja, man hat gesehen, wie die Ehefrau reagiert hat. Die war natürlich am Boden zerstört. Die Situation ist auch natürlich sehr schwer. Deshalb wird einfühlsam geredet, lieb, wird begleitet, damit man die Person auch ein bisschen beruhigt, weil es bringt nichts, wenn Stress und Hektik an der Einsatzstelle ist, weil wir müssen auch ruhig arbeiten, weil es ist halt für uns wichtig, dass der Patient schnell stabil wird, damit er stabil ins Krankenhaus kommt. Durch die Verabreichung eines Schmerzmittels hat sich inzwischen der Zustand des verletzten Jungen verbessert. Er hat vermutlich einen Bruch des Schlüsselbeins erlitten. Die genaue Diagnose werden aber erst die Ärzte im Krankenhaus stellen können. EKG-Sättigung dran. Wir treffen uns am Südring. Okay, ihr fahrt hinter uns her. Sollte irgendwann mit den Lücken sein. Macht ja, Licht sein. Aber wir brauchen noch einen Moment. Der Gruppenführer an der Einsatzstelle hat die Aufgabe, eigentlich alles an einer Stelle zu regeln. Gucken, wie viele Verletzte haben wir. Ist auch die Schnittstelle zwischen Polizei, Feuerwehr und Leitstelle. Zum Beispiel der Gruppenführer bestellt die Rettungswagen nach und sagt der Leitstelle auch, was genau passiert ist. Die habe ich jetzt fotografiert. Ja? Kollegen? Und dann geben wir das entsprechend dem Patient von eben, der mit der Schlafkrankheit. Ja. Der Rettungswagen ist noch angefordert. Die kommen, obwohl das jetzt nicht so ganz kritisch ist. Die kommen trotzdem. Checken den durch und nehmen den mit ins Krankenhaus. Auf jeden Fall. Wenn was sein sollte, so. Ruft noch mal an. Ja? Okay, machen wir. Auf jeden Fall sind die auf dem Weg, 2 Minuten sind da. Wir fahren jetzt los. Klinik zum Südring. Also der fährt jetzt entweder zum Krankenhaus oder zu uns. Also genau, okay? Ja, danke. Alles klar, dank dir. So, wir haben jetzt noch mal einen Rettungswagen auch für Sie angefordert, ja? Weil der Doktor hält es für notwendig, dass Sie in die Klinik kommen und da noch mal gründlich durchgecheckt werden. Ja, und diese Rezepte, die wir vorne gefunden haben und alles, was jetzt hier so passiert ist. Ja, also mach denn meinen Job jetzt? Wie soll ich denn mein Geld mehr bekommen? Ich habe vollstes Verständnis dafür, Sie für mich fahren. Nur Sie gefährden ja mit dieser ganzen Aktion hier richtig Menschenleben. Das haben Sie jetzt gesehen. Ja? Und Sie sind jetzt erstmal Beschuldigter in einem Strafverfahren. Das heißt, alles, was Sie jetzt sagen, ja, das werden wir entsprechend so aufnehmen. Und das wird auch so entsprechend schriftlich niedergelegt werden. Wir werden das Ganze auch hinterher noch mal dokumentieren und dann können Sie sich dazu noch mal einlassen, was und wie und wo genau hier in welcher Reihenfolge passiert ist. Ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, dass jeder sein Geld und seinen Lebensunterhalt verdienen möchte und bestreiten will. Nur hier geht es um Menschenleben und da habe ich ganz klar gar kein Verständnis. Also der Mann hat auf der Straße so nicht eingestellt, medikamentös gar nichts verloren. Die diensthabenden Ärzte im Krankenhaus konnten das Leben des schwer verletzten Fahrers retten. Der kleine Junge hat tatsächlich einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Er befindet sich ebenfalls auf dem Weg der Besserung. Der Unfallfahrer hat eine Umschulung begonnen, da er mit seiner Krankheit nicht mehr aktiv am Straßenverkehr teilnehmen darf.